Nee. Porträtgalerie. Spinnennetze, Spinnennetze. Das da oben sieht ja auch schon fast aus wie ein... Könnte man zumindest wie ein Wimmelbild machen. Nee. Dunkler Ort. Ah, Stück von James Türschloss. 1 von 3. Aha. Da ist wahrscheinlich auch... Ah, okay. Das heißt, wir müssen nach so düsteren Orten Ausschau halten. So, dann gehen wir mal dahin. Da vielleicht. Da. Dunkler Ort. Vielleicht ist es tatsächlich hier überall so, dass hier irgendwo in einer der Ecken irgendwo was liegt. Dunkler Ort. Mal zurück. Da, dunkle Ecke. Küchenschlüssel. Ah, gut. Dann gehen wir jetzt mal hier zur Küche. Küche, Küche ist da oben, genau. The kitchen. This place will be very useful to us if we are to remain several days here. Die Küche, sie wird uns noch von großem Nutzen sein, sollte sich unser Aufenthalt hier verlängern. Several days in this sinister place? Oh, dear Holmes, I must confess, sometimes I have difficulties in understanding your humor. Mehrere Tage an diesem düsteren Ort, mein lieber Holmes. Ich gebe zu, manchmal fällt es mir wirklich schwer, ihren Humor zu verstehen. I think I remember this kitchen. As I recall, I was in the habit of stealing pastries as a child. How surreal this all seems. An diese Küche erinnere ich mich wohl. Ich entsinne mich, wie ich hier als Kind Gebäck stibitzte. All dies wirkt so unwirklich. So, okay. Können wir ja auch ein bisschen was stibitzen? Ja, Streichhölzer. Krug können wir auch mal klauen. Kessel können wir auch gleich klauen. Schwarze Kerze, noch eine. Und eine Maus, komm, komm her. Ja, schade. Topf, da machen wir mal wieder unsere... Ah, unsere Stärke. Stück von James Türschloss. Dunkler Ort wieder. Ausgezeichnet, du hast die Visionsfähigkeit bereits 3-mal verwendet. Sehr schön, so. Teil des Vorhängeschlosses, okay. So, da hinten haben wir nichts. Kamin. Hier könnten wir einen Kessel hinhängen. Da haben wir den Kessel. Was wollen wir kochen? Das ist eine gute Frage. Was kochen wir denn? Ah, Eingangshalle. Kommen wir wieder da hoch. Was wollen wir kochen? Schürhaken nehmen wir auch mal mit. So. Was haben wir denn hier? Nee. Diese Kohle ist nass, so nützt sie uns nichts. Boah, ich merke schon, ich habe schon so einen richtig trockenen Mund. Das ist richtig krass. So. Komm, dann gehen wir mal wieder zurück. Trocken nützt sie uns. Nass nützt sie uns nichts. Küche. Schürhaken. Wir gehen das mal wieder hier hin. Wobei, nee, das bringt uns ja gar nichts. Wir gehen erstmal in die Gegenwart und platzieren hier die Kerze. So. Nee. So. Schürhaken. Wahrscheinlich müssen wir mit dem Krug Wasser aufnehmen. Schürhaken. Für was könnten wir einen Schürhaken gebrauchen? Schürhaken. So, ein Schürhaken. Ein Schürhaken. Gehen wir mal. Na, da ist wahrscheinlich Szene abgeschlossen. Ja, ja, Szene abgeschlossen. Und ich habe hier wieder ein paar Frame-Probleme. So. So, jetzt fast überall. Gehen wir mal dahin. Was wollen wir kochen? Kochen. Porträtgalerie. Komm mal hier, James. Das andere auch noch weg. Bleibt nur noch eins. So, Wintergarten geht nicht auf. Nee, im Schürhaken können wir da nichts machen, oder? Nee. Anzünden können wir es wahrscheinlich auch nicht. Nee, sägen sollen wir ja. Ja, das brauchen wir auch nicht. Küche.
So, hier hängt noch so ein Haufen Utensilien rum. Was wollen wir kochen? Da ist wieder die Maus. Was für ein Geruch. Das ist französischer Käse. Ja, der riecht halt etwas seltsam. So. Wollte ich zwar nicht, aber egal. Luisas Raum. Gehen wir mal wieder dahin. Dunkle Orte haben wir hier keine, oder? Die Puppe sieht auch irgendwie jetzt total unbeweglich, also unbeweglich aus. Nee, ich meine, dass da scheint nichts mehr zu fehlen. Teil des Vorhängeschlosses. Welches Vorhängeschloss? Wir gehen mal wieder in die Vergangenheit. Ist noch die Marionette. Da ist nix. Gegen den Kleiderschrank muss etwas mit größerer Kraft geworfen worden sein, damit er so aussieht. Nee. Aber was? Was hat wer dagegen geworfen? Da liegt die Puppe, blutverschmiert. Und sonst... Ah, ist wieder Marionette. Ich wollte auch ehrlich gesagt nur ganz kurz aufnehmen, anstatt hier so Ewigkeiten an dem Spiel zu sitzen. Aber, ich will jetzt schon eigentlich mal wissen, wo wir jetzt noch überall hinkommen. Wie es jetzt noch weitergeht. Ha, verschlossen. Was machen wir mit dem Schürhaken? Machen wir den Schürhaken für... Nee. Streichhölzer? Nee. Was wollen wir kochen? Ja, was wollen wir kochen? Sag du es mir doch. Der Watson stellt auch eigentlich immer nur Fragen, anstatt irgendwelche Antworten zu liefern. Aber hier ist auch nichts mehr, so wie es aussieht. Kamin, nee, da ist wirklich nichts mehr. Das ist aber wirklich ganz nett gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Das ist auch ganz schön knifflig. Und die Story ist für ein Wimmelbildspiel echt nicht schlecht. Kann man auch nichts dazu sagen, eigentlich. Wir werden hier schon ganz schön reingezogen in das Ganze. Nur typisch für ein Wimmelbildspiel ist es halt, dass es ganz schön langwierig ist, hier immer die ganzen Sachen zu kombinieren. Wahrscheinlich habt ihr es schon längst rausgefunden, aber es ist ganz schön schwierig, wenn man hier Ewigkeiten sitzt, lässt ja auch die Konzentration nach. Und ehrlich, ich klicke mich hier mehr oder weniger nur noch durch. Rogers Raum brauchen wir nicht mehr. Obergeschoss. So, liebe Leute, da sind wir auch wieder. Ich muss leider zugeben, mir ist gerade Fraps abgestürzt, deswegen hört die Aufnahme auch mittendrin auf. Das Problem ist bloß, mir ist es nicht gleich aufgefallen. Das heißt, ich habe hier nett noch eine halbe Stunde weiter gezockt, oder ja, mehr oder weniger eine halbe Stunde weiter gezockt, bis es mir aufgefallen ist und das Spiel hat einen netten Autospeicher. Das heißt, ich musste quasi das ganze Spiel bis hierher nochmal spielen, was natürlich wahnsinnig Spaß gemacht hat. Aber na gut, egal. Neue Session, neues Glück. Dann machen wir doch einfach mal gerade weiter. Und obwohl ich gerade gar keine Ahnung habe, wo wir denn am besten weitermachen. Wir haben nur noch hier was in der Küche. So. Kamin, was wollen wir kochen? Können wir den Kamin eigentlich... Nee, geht nicht. Nee, geht auch nicht. Französischer Käse. Französischer Käse. Käse. Schuppdi-dupp-di-dupp. Hier ist irgendwie überhaupt nichts. Diese Kohle ist nass. So nützt sie uns nichts. Und dann müssen wir... Nee. Auch nicht. Ich probiere jetzt einfach mal willkürlich irgendwas aus, weil irgendwas muss ja einfach funktionieren. Vor allem, weil wir irgendwie nur noch hier irgendwie ein Ziel zu haben scheinen. Also muss ja hier wohl irgendwo was sein.